Am Samstagmorgen gegen 1.01 Uhr sind wir hier zu einem Gebäude Großbrand in den Ortsteil Charlottendorf Ost gerufen worden. Das liegt in der Gemeinde Wadenburg. Die Erstmeldung war Dachstuhlbrand in voller Ausdehnung, Personen in Gefahr. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr Lidl hier am Einsatzort eintrafen, brannte hier der Dachstuhl in voller Ausdehnung. Sofort wurde die Löschwasserversorgung aufgebaut und mit den ersten Löschangriffen begonnen. Die Aufgabe der Feuerwehr war, dass also nach Personen abgesucht wird. Nach derzeitigen Stand jetzt wird laut Kriminalpolizei eine Person vermisst. Wir können als Feuerwehr nicht ausschließen, dass da oben noch eine Person drinne liegt. Das werden aber noch kriminaltechnische Untersuchungen ergeben. Die Anfahrt hierher schon von Weitem war also heller Feuerschein in Sicht. Als ich hier also eingetroffen war mit der Feuerwehr, brannte der ganze Dachstuhl in kompletter Ausdehnung. Es handelt sich hier um ein Gebäude eines Zweifamilienhauses. Hier werden also mehrere Personen wohnen also hier drinnen. In erster Linie die Aufgabe der Feuerwehr ist erstmal nach der Person zu suchen und letztendlich aber auch den Brand unter Kontrolle zu bringen. Also schwierig ist das für die Feuerwehr jetzt in dem Moment, weil oben im Gebäude alles voll Brandschutt liegt. Und das sprechen wir nicht von wenig Brandschutt, weil da ist ja auch einiges runtergekommen. So, und für die Feuerwehr ist es jetzt auch schwierig, unter Abendschutz, ich sage mir mal, jedes Trümmerteil aufzusuchen, um festzustellen, ob da eventuell eine Person liegt. So, und das kann aber auch nur in Zusammenarbeit mit der Polizei geschehen, beziehungsweise mit der Kriminalpolizei. Und das muss natürlich auch in Teamarbeit, muss das da oben auch geschehen.